Moin und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Let's Play mit mir und Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Promoz und fahren jetzt die Strecke weiter von Ventspils nach Smolensk, nach Russland. Ja, wir haben noch knappe 1000 Kilometer vor uns, deswegen ja eine gemütliche Tour halt, ne? Und ihr kennt mich ja. Normalerweise lade ich die Strecke ja, nicht direkt durchfahren, aber nee. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mir ein bisschen extra Folgen und von daher passt es. Deswegen gibt es wahrscheinlich dann, also morgen, die erste Folge. Und dann im Laufe des Tages dann auch noch die anderen Folgen. Ja, ich lade gerade schon die anderen Folgen hoch. Das heißt, ja, die zweite Folge seht ihr dann auch, oder beziehungsweise noch vom ETS 2 Let's Play, und zwar vom Multiplayer. Ja, die zweite Folge wird wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten schon online gehen. Also, wenn ihr seht, das Video morgen, dann ist es von gestern natürlich, also von heute, Stand 11.09. um, kurz vor 10:30 morgens. Deswegen von daher, ja, wisst ihr Bescheid. Oh, da geht es ja schon rechts weg. Okay. Ja, vor mir seht ihr. Deswegen, das sowas gibt es nur in der Promoz. Deswegen, ja, ich habe hier einen Spätfahrt-Trailer neben mir am Fahren. Deswegen seht ihr das jetzt auch. Und ja, diesen Trailer habe ich mir, zusammenstellen lassen. Von daher passt es auch. Und ich finde es auch voll cool. Denn so kann man auch verschiedene Trailer fahren. Und ja, es macht Spaß. Okay, jetzt muss ich mich schon wieder rechts einladen. Wie es hier rechts weggeht. Aber das ist ja schon normal. Wir fahren hier nach Russland. Da kennt man es ja nicht anders, ne? Ja. Heute wird es dann die zweite Folge dann geben. Und im Laufe der nächsten Tagen dann. Dritte und die volle Folge. Das heißt, morgen werden dann auch auf jeden Fall noch Folgen geben. Wann die genau kommen, kann ich euch leider nicht sagen. Aber ja, ihr wird es auf jeden Fall sehen. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns auch bald wieder. Bis dahin. Natürlich würde ich euch jetzt wieder mit den Bildern alleine lassen. Von daher, jo, bis dann. Ja, wir haben noch knapp 1000 Kilometer vor uns. Weniger sogar wie 1000. Aber ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Deswegen, ja. Würde mich sogar mal freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Und. Nein, nicht schon wieder. Oh la la. Naja, so ist aber die Promoz. Deswegen, ja. Wundert euch nicht, ne? So, wir werden auch schon wieder über die Grenze gehen. Ach, ist
dich auch nicht entscheiden, wie du fahren möchtest. Dummer LKW. Von daher. Was gibt es Neues? Das ist aber schwer zu entscheiden, denn neue Sachen gibt es eigentlich weniger. Auf der Pro-Mods, würde ich mal so sagen. Gut, es sind einige Stellen dazugekommen und einige Bugfixes wurden gemacht. Was aber weiterkommen ist, keine Ahnung. Das kann ich euch leider nicht sagen. Dafür bin ich die Pro-Mods zu wenig gefahren, muss ich euch wirklich sagen. Aber naja. Wenn ich aber schon mal hier bin, ich glaube, ich werde mal ganz kurz was machen. Deswegen seid live dabei und zu. Denn ich werde mir hier die Garage kaufen. Dann rüsten wir sie doch gleich auf. Also ihr seid quasi live dabei. Und ja, warum auch nicht, ne? Ah ja. So. Jetzt haben wir sogar die Garage weiter gekauft. Und würde doch sagen, wenn wir schon mal hier sind, fahren wir auch gleich weiter. Denn dann kann ich noch euch noch ein bisschen was zeigen. Jetzt schaue ich doch mal auf den Tank drauf. Naja, reicht ewig. Gut, dann können es auch schon weitergehen. Schon die Tour weiter, ne? Ja, nach Russland geht heute unsere Reise hier in der Pro-Mods. Ja, und zwar ist die Pro-Mods und die Russmap zusammen. Ja, ihr kennt mich ja, wie ich ja fahre, und von daher, ja, passt es auch, ne? Deswegen, ja, seid gespannt. Was ich halt an der Pro-Mods gut finde, ist, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte in der Nacht nicht fahren und man verwischt dann so die Zeit, dass man dann sagt, okay, es wird allzu zu dunkel und man parkt seinen LKW und man kann dann am nächsten Tag gleich wieder weiterfahren. Leider ist es ja im Multiplayer nicht so. Schade. Wäre schon geil gewesen, aber gut, was wir machen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber gut, was werden wir machen? Ne?
jetzt noch, wie weit ich jetzt noch fahre. Und dann, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Die wird es aber dann wahrscheinlich erst morgen geben. Deswegen, ja. Weil ich heute noch einiges zu tun habe. Okay, so sollte man eigentlich nochmal nicht überholen. Aber, naja. Tun wir es halt mal. So, mal schauen, ne? Ja, warum ich jetzt hier reinfahren werde, okay, das war ja mal wieder nicht geplant. Ach komm schon. Ja, ihr seht jetzt, ich fahre jetzt hier rückwärts rein. Denn ja, ich werde hier die Pause bringen. Okay, jetzt sieht es auch mal, ich esse noch mal die Folge. Nee, rückwärts werde ich definitiv nicht reinfahren. Also, ja, rückwärts reinfahren ist bei der Schose. Deswegen versuche ich jetzt was anderes. Vielleicht geht es auch gut, man weiß es. Und ja, rückwärts einparken bei mir ist so eine Sache. Aber scheint zu funktionieren. Ja, funktioniert sogar auch. Schön rückwärts rein. Oh, herrlich, 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 herrlich. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Ah, so, schön rückwärts reinfahren. Oh, herrlich. Wie das auch geht, ist perfekt. Deswegen ja, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auch gleich wieder, beziehungsweise dann morgen zum nächsten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Pro Mods. Bis dahin, euer Peter, ciao, ciao.